in der Nähe in Peiting. Rogol. Beck verliert die Scheibe. Ohne Folgen. 4-3. Sehr gut gespielt und Schulz macht das 1-0. Sehr schön gespielt. Zum einen von Beck. Sehr gescheit gemacht, verzögert, wartet auf Jesse Schulz und der dann deutet einen Schuss an, kommt der Haken und dann war Botte chancenlos. 7 Minuten gespielt und der SC Riesensee führt mit 1-0. Jesse Schulz, auch der Ehrentorschütze gegen Kaufbeuren. Hier, schauen Sie mal, jetzt. Grimbeck. Abgewehrt mit dem Schoner und Tor. 2-0. Abgefälscht noch die Scheibe. Ich glaube von Grimbeck. Tim Richter lässt sich feiern, also muss er auch der Torschütze sein, denn die Spieler selbst wissen es am besten. Direkt vor den Fans des SC Riesensee stellt Tim Richter auf 2-0. Wir können es uns nochmal anschauen. Grimbeck, dieser Schuss abgewehrt mit dem Schoner, dann kommt Tim Richter, in der Mitte lauert Grimbeck. Ruscha muss nach hinten eilen, Hiedli. Schusser kann Grimbeck nur halbherzig stoppen und dann Tim Richter mit seinem zweiten Treffer. 3-0. Sehr schön gespielt von Mark Hiedli ins Slot und Tim Richter kommt daher mit unerlaubten 100 Stundenkilometern. Keine Chance für Botte, weil der gar nicht sieht, was hinter seinem Tor passiert. Hier die Entstehung. Scheibe kommt nicht raus, Grimbeck setzt nach. Karachon kommt nicht vorbei an Rogel. So, jetzt der Treffer für Freiburg zum 1-3. Es hat sich gelohnt, nachzusetzen. Karachon war da mit dabei und dürfte wohl auch den Treffer erzielt haben. Wieder trifft im Olympiastadion. Er war es, Alexander Karachon. 7. Saisontreffer. Aber in einer guten Position kommt er zum Abschluss. Hiedli. Gehalten. Und das müsste der Schiedsrichter eigentlich sehen. Gehalten von Breuner. Wieder Hiedli. Ach, was für einen Pass! Was für eine Vorlage! Breuner legt ab und das ist der Treffer durch Aluscha. Freiburg ist wieder im Geschäft. Und da hat der gebürtige Freiburger Mark Hiedli sich gedacht, naja, mein Weihnachtsgeschenk muss ich noch anbringen. Und das hat er dann gemacht. Aluscha bedankt sich nicht persönlich bei ihm. Vielleicht nach dem Spiel. So kann man einen Gegner wieder stark machen. So, jetzt entsteht dieses Desaster. Schöner Pass auf Billig. Oh, jetzt fehlt da hinten. 3-3. Grimbeck und Tor. Wieder Richter. Wieder Tim Richter, dritter Treffer für Tim Richter. Vielleicht geht jetzt endlich der Stern über Bethlehem auf für Tim Richter. Auch er enttäuscht bisher von der Saison und heute schlägt er zum dritten Mal zu im Stile eines. Jetzt Beck. Bringt die Scheibe nicht raus, über die Querlatte. Der Schuss, ich glaube von Wittfort, jetzt Beck. Laufduell gegen Linzenmeier. Braucht er nicht mehr zu gewinnen.
Der SC Rissersee erkämpft sich einen Sieg gegen Freiburg. Die Fans sind trotzdem zufrieden. Es war auch viel Schatten in diesem Spiel.